Und jetzt hat die Kollegin Wissmann das Wort für eine Kurzintervention. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Ich habe nur bedauert, dass ich nicht eine Frage stellen durfte, aber ich sage natürlich auch jetzt gerne kurz etwas zu Ihren Ausführungen, liebe Frau Kollegin Schaufs. Ich bedauere jetzt den Ton der Debatte außerordentlich, weil ich finde, das Wegducken im Ausschuss oder die unglaubwürdige Familienpolitik, ich meine, das ist Ihr gutes Recht, hier polemisch zu werden, aber ich finde, in der Sache gehen Sie einfach an dem Punkt, um den es uns als Unionsfraktion hier geht, vorbei. Es ist nämlich nicht so, dass wir nicht auch für den Abbau von und das Verschwinden von Diskriminierungen von gleichgeschlechtlichen Paaren eintreten. Das wissen Sie also von mir zum Beispiel auch sehr genau. Und ich gehöre auch, wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen, zu den Befürwortern der Ehe für alle und mit allen Konsequenzen. Aber in dem Moment, wo es um dritte Beteiligte geht, da ist es vollkommen legitim und notwendig, auch noch mal nachzudenken. Und wenn ein Kind auf diese Weise in eine bereits bestehende gleichgeschlechtliche Familie hineinkommt, dann ist es unter Umständen, das ist auch meine Überlegung in diesem Zusammenhang, sehr wohl geboten aus Sicht genau des Kindeswohls, dass Sie ja mit vielen anderen, und da sind wir auch oft einig, oft ins Feld führen, richtig und wichtig, sich als Familie genau Gedanken darüber zu machen, was das für das Aufwachsen des Kindes vielleicht doch an Schwierigkeiten oder potenziellen Identitätsfragen aufwerfen könnte. Meine Kollegin Frau Dr. Launert hat darauf hingewiesen. Und ich nehme für mich in Anspruch, zum Schluss zu kommen, dass das genau aus Kindeswohlüberlegungen heraus sehr sinnvoll sein kann, nicht etwas als Zwangsberatung, abqualifiziertes hier. An vielen anderen Stellen fordern Sie Beratung von Familien, auch zu Recht. Hier wird sie schlecht gemacht. Nein, es geht darum, darauf hinzuweisen, mit aller Professionalität, die wir dann unserer Gesellschaft zur Verfügung haben, was für Dinge sich ergeben können und es dann gut zu begleiten. Und wenn Sie nun auch noch sagen, das müsste alles auf einer anderen gesetzlichen Grundlage anders geregelt werden, Abstammungsrecht, das ist ein legitimer Einwand, den kann man haben und darüber werden wir dann auch gerne sprechen. Aber an dieser Stelle abzuleugnen, dass im Moment, wo eine solche Familie sich gründet und ein Kind in diese Situation hineinkommt, ist eine verantwortliche Sache der Eltern, sich auch Rat und präventiv Unterstützung zu holen, eine solche Entscheidung verantwortlich zu fällen und auch zu wissen, was darauf auf diese Familie dann zukommt. Das kann man hier nicht abqualifizieren als sich wegdunken, Familien in zwei Klassen aufzuteilen und sonst was noch. Das ist unsere Auffassung von dem, wie Kindeswohl gerecht zu werden. Vielen Dank, Frau Wissmann. Frau Schaus, Sie wollen antworten? Also vielen Dank nochmal, dass Sie auch den Ton angesprochen haben. Ich glaube, das ist wichtig, auch wenn ich Sie persönlich nicht angreifen möchte, weil wir dazu auch einen Austausch haben. Aber in der Sache muss ich Ihnen sagen, ich verstehe einfach überhaupt nicht Ihre Argumentation. Erstens gilt das, was Sie sagen, für heterosexuelle Paare in dem Maße nicht, Herr Patzelt. Auch Sie, ich verstehe einfach nicht, Sie machen einen Unterschied zwischen den Geschlechtern der Paare an dieser Stelle. Wenn in eine Heterofamilie ein Kind geboren wird, wird genau das ja nicht gemacht. Ja, aber Herr Patzelt, Entschuldigung, ich bin ja dran. Gesetzt den Fall, Sie machen mit Ihrer Frau, Sie wollen ein Kind und sind nicht zeugungsfähig, was ja mal sein kann, dann werden Ihnen genau diese Dinge nicht auferlegt wie einem lesbischen Paar. Genau das ist der Unterschied. Und wenn Sie jetzt noch sagen, wenn wir im Abstammungsrecht die Sachen regeln, dann trifft auf einmal diese Beratung für lesbische Paare nicht mehr zu. Dann, finde ich, machen Sie eine unglaubwürdige Linie auf. Das ist doch überhaupt nicht logisch. Warum lassen Sie an diesem Gesetz denn mit unserem Änderungsantrag oder dem der FDP nicht zu, dass genau diese bestehenden Ehen, diese bestehenden Herkunftsfamilien nicht sich an dieser Zwangsberatung beteiligen müssen? Warum müssen Sie das denn machen? Das mussten Sie mit Ihrem Mann, mit Ihren Kindern auch nicht. Genau das machen Sie. Sie regieren in Familien hinein und sagen Ihnen, Sie müssen sich noch mal Gedanken machen, weil Sie zwei Frauen sind. Das ist Diskriminierung pur. Und Sie können das an dieser Stelle heute und hier ändern. Und ich sage das in aller Freundlichkeit noch mal. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Paare außerhalb dieses Hauses, die auf dieses Gesetz, auf dieses Abstammungsrecht Geänderte warten und auf einen Abbau dieser Diskriminierung. Das muss enden. Vielen Dank.